Game Boy Advance Kalender. Game Boy Advance Kalender. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nur Footage vom ersten Level des Spiels. Wieso ist das so? Und seit wann sind wir denn wieder per Sie? Okay, erstmal Musik anmachen und jetzt mal von vorne. Pitfall, A Mayan Adventure ist eine Adaption vom gleichnamigen Titel, der auf dem Sega Genesis und dem Super Nintendo erschienen ist. Beides sind wiederum eine Fortsetzung zum wohl ältesten Mainstream-Side-Scrolling-Jump'n'Run überhaupt, Pitfall. Wir spielen den Sohn von Pitfall Harry, der in einer besonders dramatischen Szene mit ansehen muss, wie sein Vater von einer verbogenen Rohrzange entführt wird. Infolgedessen macht er sich auf den Weg durch den mesoamerikanischen Dschungel, um seinen Vater zu finden und der Rohrzange mal ordentlich die Meinung zu geigen. Das Spiel kenne ich nur von den Game Boy Advance und ich habe es ein paar Mal im Emulator begonnen. Jedes Mal fällt mir wieder auf, dass ich über Level 1 einfach nicht hinauskomme. Ich schaffe es ab und zu zum Endgegner des Levels, aber scheitere dort. Woran liegt es, dass ich ihn nie besiege? Es ist simpel, es interessiert mich irgendwie nicht. Ich finde Level 1 schon so Banane, dass ich keinen großen Wert auf Level 2 lege. Ich meine, die Steuerung ist super schwammig, dafür ist bei den Sprunganlagen große Präzision gefragt. Vielen Gegnern kann man kaum ausweichen und manche andere Gegner erwischt man nicht wirklich. Beim Endgegner, einem Leoparden, Puma, Geparden, da habe ich noch nicht mal eine Ahnung, ob ich es überhaupt richtig mache. Wie oft muss ich den denn treffen? Mache ich denn überhaupt Schaden? Und wieso braucht Pitfall Harry Jr. gefühlte 154 Frames und aus der geduckten Pose wieder aufzustehen? Nach jeder Niederlage denke ich mir, okay, was mache ich hier eigentlich? Wieso spiele ich nicht ein Spiel, das wenigstens ein bisschen Spaß macht? Es ist halt einfach nur ein simples Jump'n'Run, das mich an Jungle Book oder Lion King erinnert. Nur, dass die beiden genannten Titel deutlich besser sind. Die sind beide auch nicht einfach, aber die folgen einer gewissen Logik und steuern sich angenehmer. Sie generieren ihre Schwierigkeit dadurch, dass sie schwierig sind, nicht dadurch, dass sie frusten. Dass es nur ein Port eines älteren Spieles ist, wusste ich nicht. Aber wenn ich mir das Original so anschaue, dann verbuche ich das Spiel ganz eindeutig unter Dünnbrettbohrerei. Es wurde nahezu 1:1 adaptiert, nur fehlt halt die Musik und die Grafik ist etwas schwammiger. Aber es gibt keine Verbesserung zum Original, obwohl es 7 Jahre später erschienen ist. Das ist verdammt, verdammt schade. Die Animationen sind ganz cool. Das Spiel hat auch einen gewissen Humor und Charme, der mir gefällt. Wäre es nicht ganz so unbalanced und frustrierend, dann würde ich mit Sicherheit auch mal Level 2 erreichen. Beziehungsweise, dann würde mich Level 2 überhaupt erst mal interessieren.